An lockerer Leine macht der Spaziergang natürlich deutlich mehr Spaß, aber der Weg zur allzeit lockeren Leine ist bei jedem Hund ein anderer. Und damit willkommen zu unserem neuen Format Wer erzieht wen, in dem ich, Melanie, in jeder Folge ein anderes Mensch-Hund-Team begleite, analysiere, wo es an der Führleine klemmt und individuelle Lösungsansätze aufzeige. Lass auch gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen, und aktiviere die kleine Glocke, dann verpasst du kein neues Video mehr. Und jetzt stelle ich dir unser heutiges Mensch-Hund-Team vor. Hallo, ich bin Silke und ich habe einen Labrador, der heißt Eddie. Eddie ist jetzt 1,75 Jahre alt und ist seit der 9. Woche bei uns und ist vom Züchter. Ja, ich treffe mich heute mit Melanie, weil ich noch ein paar Probleme an der Leine mit Eddie habe, insbesondere wenn es ein bisschen aufregender wird. Also locker bleibt die Leine bei uns, hauptsächlich wenn es so breite asphaltierte Wege sind und möglichst ohne Ablenkung und irgendwelche kurzen Gerüche und sowas, also alles, was dazu ablenkt. Denn auf gewohnten Wegen, wenn ich mit ihm alleine unterwegs bin und ich mich dann praktisch auf ihn konzentrieren kann und wenn ich mir die Zeit nehme, nicht so hektisch in den Spaziergang zu starten, sondern ihn erstmal ankommen zu lassen und dann, dass wir zusammen entspannt zusammen losgehen können. Also die Leine strafft sich relativ regelmäßig, wenn wir so frisch aus dem Auto aussteigen und dann losgehen wollen. Und in Summe, wenn halt die Ablenkungen zu groß sind, also wenn andere Hunde kommen, wenn viele Gerüche da sind, das ist so unser Hauptthema bei ihm. Und wenn Wasser in der Nähe ist oder so enge Waldwege, die noch schön feucht sind und gut riechen, dann strafft sich die Leine. Und auch wenn er wenn ich eigentlich zu hektisch bin oder eher halt noch so ein bisschen unentspannt. Und auch wenn er sich noch nicht gelöst hat, dann ist auch immer noch so ein bisschen Hektik drin. Jetzt schauen wir uns an, wie Mensch und Hund an der Leine harmonieren, und mach du dir gerne Notizen, was dir auffällt. Denn im Anschluss folgen noch Lösungsansätze. Und schau später auch gern bei www.dogcv.de vorbei. Da warten nämlich nicht nur Artikel rund um die Hundeerziehung auf dich, sondern du kannst dich auch in unseren Newsletter eintragen, damit du keine Rabattaktion unserer Online-Kurse verpasst. Weiter. Komm. Eddie. Komm. Komm her. Seite und locker. Prima. Wo übst du die Leinenführigkeit? Also ist das Halsband? Wenn du die Leine am Halsband befestigst, ist das der Ort, wo du sagst, da achte ich auf eine gute Leinenführigkeit? Ja, genau. Ich nehme die Leine ans Halsband für Leinenführigkeit und ansonsten ans Geschirr. Weil hier auf dieser unbekannten Strecke, wo halt sehr viele Reize auch sind, besonders für sein Näschen, ist es halt immer die Gefahr, dass wenn ich es am Halsband lasse und die Leine ständig straff ist, dass ich mir das wieder so ein bisschen versauere. Genau. Deswegen empfehle ich immer ganz gerne, wenn ich weiß, okay, das ist hier eine schwierige Situation für den Hund, dass ich dann alternativen Führpunkt nutze. Du könntest zum Beispiel entweder vorne den Führpunkt nutzen am Brustgeschirr, aber da sagtest du, das ist dir nicht so angenehm. Also am liebsten ist mir der eigentlich. Und wenn du merkst, der zieht ja aber wie die wilde Sau, dann gäbe es auch noch die Möglichkeit, dass du vorne den Führpunkt und den hinten nimmst. Dass du sozusagen beide Führpunkte nutzt. Weil wichtig ist, dass er lernt, der Halsband ist wirklich Leinenführigkeit. Und nicht, ich ziehe Fräuchchen durch die Gegend. Okay. Silke, wichtig ist auch, mir ist aufgefallen, dass er öfter mal so an den Wegesrand zieht, wenn da was toll riecht oder sowas. Ist total verständlich aus seiner Sicht. Aber wenn du dich dann so mitzerren lässt, ist das auch eher ungünstig, um langfristig eine lockere Leine zu erreichen. Ne? Also da der Tipp, wenn der irgendwo hinzieht, wenn du merkst, der will mich jetzt mitziehen, bleibst du entweder stehen kurz
Oder gehst eher einen Schritt weg von dem Ort, wo er hin will, um ihm zu signalisieren, nee, dieses Gezerre ist nicht. Also es ist hier eine Hand wäscht die andere. Du kannst gerne schnüffeln, aber nicht, indem du mit den Arm auskugelst. Und da hilft es, dass du den Arm wirklich am Körper lässt. Weil wenn wir uns das schon vornehmen, ist schon halbe Miete, weil wir dann nicht diesen machen. Und eventuell auch, je nachdem wie doll der zieht, dass du die Hand hier in der Körpermitte so fesselst. Ja. Dass du halt nicht so in Verlegenheit gerätst, damit zu gehen. Also immer, wenn du merkst, der zieht, dein Arm ist hier, gehst du entweder einen Schritt zur Seite. Reicht auch so ein Wiegeschritt, um ihm einfach nur eine kurze Grenze zu setzen. Die Leine hat ein Ende. Und je nachdem, was du dann sagst, wenn du sagst, ich möchte ihn eigentlich gerne schnüffeln lassen und du hast gerade Zeit, kannst du auch durchaus mal kurz warten, bis er dich vielleicht dann anguckt und dann sagst du, ja komm, geh schnüffeln. Dann hat das aber auf deine Einladung hingetan. Ja, ne? Okay. Wir gucken uns das mal in der Praxis an. Wir haben die Leine jetzt hinten am Rückenring befestigt, ne, damit du dir die Leinenführigkeit am Halsband da nicht erschwerst. Dein Ärmchen bleibt am Körper, wir laufen los. Und du kannst auch mal gucken, wenn du das Gefühl hast, wir können loslaufen, wenn du das Gefühl hast, an längerer Leine fällt es ihm leichter, weil er dann mehr Bewegungsspielraum hat zum Schnüffeln, dann bleibt die Leine eher lockerer, dann nutzt eine längere Leine. Das kannst du ganz entspannt machen. Hauptsache, du gehst da nicht so mit. Ja. Weil er soll lernen, die Leine hat ein Ende. Prima. Und wenn der mal an lockerer Leine schnüffelt, dann, na klar, darfst du auch mal anhalten mit ihm. Aber hier zum Beispiel hat also er jetzt gezogen und gezogen, du hast bereitwillig wieder nachgegeben. Ne? Also da drauf achten, dann lieber in der Position verharren, warten, bis der Kumpel mal auf die Idee kommt, dich vielleicht anzugucken und dann kannst du auch mal hinschicken. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo der Hund natürlich lernt, ach ja, das klappt ja super. Wenn ich da irgendwo hin will, muss ich einfach nur mehr Kraft aufwenden. Und das funktioniert ab heute nicht mehr. Tata. Prima. Und natürlich baust du dann auch mal so Schnüffelphasen, lass dich nicht abdrängeln. Jetzt wollte er dir gerade wieder so ein bisschen da vor die Füße hüpfen. Und Schnüffelphasen baust du natürlich auch mal ein. Weil der soll ja nicht die ganze Zeit wie eine Orgelpfeife neben dir herlaufen. Der soll ja auch ein bisschen Spaß haben, aber an lockerer Leine. Ja. Und schön gerade ausgucken. Du guckst ganz viel zu ihm runter, orientierst dich stark an ihm. Auch da mal ruhig weiter. Ein bisschen mehr in Fahrtrichtung. Da gehst du jetzt einfach mal dran vorbei. Auch das muss er mal lernen, dass er nicht überall an jedem Gartenzaun oder Strohhalm oder Grashalm schnüffeln kann. Kann? Ja. Und dein Ärmchen ist schon wieder, genau, schön am Körper lassen. Und wenn er so zieht, kannst du auch ruhig ein Stück zur anderen Seite kurz, dass er wieder näher kommt und fertig. Eddie. Genau. Prima. Super. Hier ist mir aufgefallen, dass der Eddie öfter mal ganz gerne zickzack läuft und du dann relativ bereitwillig da auch mitgehst. Und auch dadurch signalisierst du ihm natürlich, zeig du mir ruhig den Weg, ich hänge hier hinten dran, aber ich bin nicht so wichtig. Also das auch nicht unterstützen. Wenn du merkst, der läuft viel zickzack, dann mal kurz innehalten, dich auch für eine Seite entscheiden und darauf achten, dass der Hund halt nicht die ganze Zeit vor dir rumläuft. Ja. Oder auch mal die Leine ein bisschen kürzer nehmen, um ihm eine Richtung vorzugeben. Aber nicht bereitwillig überall mit hinlaufen, weil dann ist es natürlich umso schwerer, dann die Verbindung zwischen euch herzustellen. Weil die ist ja wichtig. Mhm. Die Verbindung zwischen euch ist nicht die Leine, die ist nur eine Absicherung. Sondern dass ihr halt auch hier oben verbunden seid. Okay. Silke, eben ist mir aufgefallen, du hast dem Eddie das Kommando Seite gegeben. Dann lief er bei dir auf der linken Seite. Und während du weitergelaufen bist, hat er aber vor dir den Weg gekreuzt, also er ist vor deinen Füßen auf die andere Seite gelaufen. Und da ist ganz wichtig, dass du geradlinig unterwegs bist. Wenn du sagst, da ist Seite, dann ist auch da Seite und dann lässt du ihn auch nicht auf die andere Seite kreuzen. Okay. Damit er merkt, dass du einen Plan hast. Ja. Probieren wir direkt mal aus. Du läufst los, sagst ihm Seite und wenn er rüber will, dann blockst du ihn, um ihm zu signalisieren. Seite heißt übrigens, bleib jetzt da und lauf mir nicht vor die Füße. Eddie, Seite. Klasse. Ja, toll. Prima. Jetzt macht das natürlich vorbildlich. Ja. Ne? So wie jetzt immer. Ich bin mal gemein. Klasse, ich rufe ihn mal kurz. Eddie, hallo. Hallo. Super. Du bist wahrscheinlich noch forscher, denn... Ja, du hast jetzt nur ganz kurz über die Leine einen Stopp reingebracht. Ne? Wenn du merkst, dass er zu dolle zieht, dann kannst du dir auch ruhig kurz Zeit nehmen. Stehen bleiben, den Hund wieder an die Seite führen und dann läufst du weiter. Ne? Weil es soll nie hektisch werden, das wurde es jetzt ja nicht. Aber wenn das mal so ist, dass da vielleicht ein Reiz ist, der ihn mehr interessiert, Katze oder so, dann lieber kurz stehen bleiben, Ordnung in sich und den Hund bringen und dann geht es weiter. Okay. So, Silke weiß jetzt, wie sie der lockeren Leine Stück für Stück näher kommt.
Und damit alles gut kleben bleibt, folgt hier noch eine kleine Zusammenfassung.